Ich muss mich allerdings auch ein kleines bisschen beschweren. Lieber Herr Brandt, ich weiß, die Damen hier im Publikum haben auch zu 99% hohe Schuhe an, damit die dürfen sitzen. Und ich so? Ja, und ich so? Darf ich denn auch irgendwo sitzen? Was meinen Sie? Dann wird hier der Frau Jacobi, unser Schauenden oder Vorredner, doch einfach still sitzen. Ich habe hier jemanden gesehen, Micha Reichert, der ist hier, glaube ich, vielen bekannt. Micha, sitzt mal unserer Moderatorin eine Bank bitte. Also der Künstler zuerst, bitte. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn, werden keine Kosten und Mühen gescheut. Mann, wie ist man denn auf die Idee gekommen, einen solch fantastischen Künstler wie den Micha für so eine Bank zu beauftragen? Ja, das war eine tolle Geschichte. Kam aus der Mitte des Gemeinderats, vom Geld von meiner Stellvertreterin, Frau Hansmann, die hier ganz vorne sitzt. Die hatte den expliziten Wunsch, was Nachhaltiges für die Gemeinde nach dem Jubiläum hier noch stehen zu haben. Dann kam die Idee einer Bank und da gilt auch den Dank noch Herrn Arno Beckmann, ein ehemaliger Gemeinderat, der eine Bank gezeichnet hat mit dem Liebessäckel, der erst heute von diesem Projekt erfahren hat bei der Begrüßung, aber der Ideengeber quasi ist für diesen Liebessäckel auch, ne? Der Liebessäckel. Lieber Arno, vielen Dank für die Idee. Hier was zu schaffen. Und die erste Wahl war dann der Michael Reichert, der tatsächlich das hier famos gemacht hat und ein Auge hat. Und wenn man damals sich das anschaut, wie er das gestaltet hat, ist ein absoluter Wahnsinn. Ich glaube, wir haben noch eine kleine PowerPoint-Präsentation vor. Genau. Michael, ich quetsche dich jetzt erstmal ein bisschen aus. Zeig mal deine Hände. Alle Finger dran, unfassbar. Michael, das ist Wahnsinn. Du hast wirklich dieses Kunstwerk, anders kann man das gar nicht sagen, mit einer Kettensäge geschaffen. Machst du das öfter? Richtig. Mittlerweile seit 2,5 Jahren hauptberuflich sogar. Ja. Was fällt dir normalerweise so unter? Also ich meine, was machst du normalerweise für Kunstwerke? Ich meine, der Liebessäcke wird dir jetzt was aussuchen. Nachts um 3 im Bett habe ich die Idee. Also sehr viele Tierfiguren tatsächlich, weil ich aus dem Naturbaumbildungsbereich komme. Und aus dem Grund hauptsächlich Tierfiguren, aber in letzter Zeit auch immer mehr Menschliches. Und da bin ich sehr dankbar dafür auch. Micha, ich habe mal, war ein bisschen komisch, ich habe mal meinem Mann eine elektrische Kettensäge geschenkt. Zum Geburtstag. Da haben die mich gefragt, was ich mit dem veranstalten will. Nein, der wollte sowas auch probieren. Und ich habe ihm dazu einen relativ großen Baumstamm geschenkt. Also der war echt groß. Rausgekommen ist irgendwie so eine Säule, die dann am Ende 80 cm hatte. Also das muss man schon können, ne? Ja, da gehört schon was dazu, es gehört sehr viel Übung dazu, es gehört ein Auge dazu und da muss man einfach wissen, wo man abschneiden muss, dass letztendlich das Richtige rauskommt. Ich habe inzwischen zu den weltbesten Künstlern. Man kann es lernen, natürlich, kann man lernen, aber einen gewissen Blick dafür, den muss man einfach mitbringen. Das heißt, wenn ich mir das jetzt so vorstellen darf, du sitzt als Künstler da, hast eine Skizze vor dir und dann legst du los? Ich habe also so in der Art, gedacht. Ja. Ich lege eine Skizze, so wie hier, diesmal vom Arno Beckmann. Und dann war die Idee geboren und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann ich das einfach umsetzen. Habe mich selbst hingesetzt, ich weiß nicht, ob man die Bilder sieht, habe mich tatsächlich so wie der Liebessäckel hingesetzt, habe Bilder von allen Seiten gemacht und habe dann angefangen.
Aber mit so einer Kettensäge, ich meine, das ist ja ein riesiges Blatt, das geht ja dann auch extrem ins Detail. Du musst ja wirklich ein unglaubliches Feingefühl mit dem Ding haben, oder? Das braucht man absolut. Ich habe mittlerweile 20 Kettensägen von einer Stimmenlänge von 1,5 Meter bis 20 Zentimeter. Das ist dann tatsächlich das Kleinste für die Details zum Schluss. Hast du noch einen Nachbar? Inzwischen mehr die Kunst geworden. Tatsächlich ist das Problem bei uns Kettensägenkünstlern. Der Krach ist immer enorm. So gut habe ich noch nicht. Ich bin mittlerweile auf dem Aussiedlerhof untergebracht, wo auch weit und breit niemand aus dem Raum wohnt. Das ist kein Problem. Sei ehrlich, die Gemeinde Meckesheim hat dich dort untergebracht. Das war nicht freiwillig, oder? Ist das aus einem Stück? Das müsste ja ein Riesenbaum gewesen sein. Es war ein Riesenbaum, es war der größte, den ich bei mir auf Lager liegen hatte, aber es sind tatsächlich insgesamt 5 Stücke. Also ein Hauptstamm für den Körper, 2 Stämme für jeweils die Beine und der Arm hinter mir sind nochmal 2 Stücke. Was ist das für ein Holz? Ist ein Eichenholz. Eiche ist einfach sehr, sehr witterungsbeständig, sehr langlebig und lässt sich super bearbeiten. Du hast geguckt, ob der Borkenkäfer drin ist, oder? Der Borkenkäfer geht zum Glück nicht in die Eiche, aber die war wurmfrei. Ja. Okay. Wie lange brauchst du denn für so ein Teil? Ach, das ist immer relativ schwierig zu beantworten, so eine Frage, weil gerade bei so einer Arbeit kann ich nicht ständig dranbleiben. Es sind so viele Faktoren, wo man wieder überlegen muss, dass man einfach nicht zu viel abschneidet. Letztendlich kann man sagen, es sind 2 Wochen Arbeitszeit. Nur? Ja. Also es gibt auch Speedcarving, da ist die kürzeste Zeit eine halbe Stunde. In dieser halben Stunde muss eine Figur fertig werden, da gibt es deutsche Meisterschaften. Und das ist dann sportlich, bei sowas hat man alle Zeit der Welt. Also ich bin wirklich blatt. Also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das in so einer kurzen Zeit geht. Wenn du wütend bist auf deine Frau oder Freundin, besser nicht Kettensägen, ne? Man muss aufpassen, man muss im Kopf immer voll dabei sein, sonst geht's schief. Genau. Micha, eine fantastische Arbeit, muss man wirklich sagen. Ganz, ganz riesigen Applaus von Ihnen, oder? Toll geworden. Was war die größte Herausforderung an der Riesensache? Das Schwierigste ist immer die Anatomie. Die Anatomie muss einfach passen. Das sieht man als allererstes, wenn die Anatomie nicht stimmt, ist einfach die ganze Figur nicht das, was es sein soll. Und das ist die Herausforderung. Was ist schiefgegangen? Ehrlich? Schiefgegangen. Ich denke, ich habe alles ausgebessert. Auf jeden Fall. Und wenn jetzt der Mike Brandt kommt und sagt, ich hätte gerne meinen Rhodesian Ridgeback mitten vor dem Rathaus in Holz, geht, ne? Geht, absolut. Micha Reicher, der nimmt doch Aufträge an. Riesigen Applaus für diese unfassbare Bank. Danke schön, Micha. Vielen Dank.